Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zu einem Vorstellungsvideo. Und zwar schauen wir uns heute alle gemeinsam House Flipper 2 an. Ich feiere es mega, weil der erste Teil war schon genial. Wir haben ihn durchgezockt und ich denke mal, das wird hier auch nicht anders sein. Infos zum Spiel und zu einer Gewinnspieloption findet ihr unten in der Beschreibung. So, mehr sage ich dazu nicht. Und ich würde sagen, los geht's. Wir sind Ubi. Los geht's. Erstmal, das Erste, was ich mache, das ist, das nervt extrem. Ich hasse Musik. Ich stelle mal alles hier richtig ein. Moment. So, alles eingestellt. Ich würde sagen, los geht's. Oder ein neues Spiel wird gestartet. Ich bin sehr gespannt, was wir für Veränderungen haben. Oder ob es überhaupt Veränderungen gibt. Der erste Teil, der war schon ziemlich nice. Bin echt gespannt. Los geht's. Machen wir erstmal einen Wecker aus. So, wir können uns umschauen. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, wir sind aber klein. Oh, Tom ruft an. Hello there. Hi. Who's decided to message me after all these years? So, you're interested in house flipping and you came back to good old Pinnacove to find a job like that? Ja. Ich hatte ein bisschen Heimweh. Ah, just admit you missed your old friend. But I totally get why you wanted to come back. You could say that time has stopped in our lovely little town. Though a few things have changed since you left. Like the old Driftwood house you asked about. The town council put turning it into a community center on hold. Weißgelegt? Und wie lange? Nobody knows at this point. Super. It all started with some financing issues. But then, things got more complicated. After the first crew left the renovation half finished, someone named it the ugliest house on this side of the coast. Wow. It quickly became a new tourist attraction. You know, great for a funny social media post. Of course, the locals aren't thrilled about the whole situation. They would rather have a proper community center. Yet the town council have decided to keep it as it is for now. Okay. Ich verstehe. Dann muss ich wohl eine andere Arbeit finden. Then you're lucky your old friend is a real estate agent. I can offer you a job similar to house renovating. Okay. What do you say? Ja, ist okay. Nimm ich. Love the enthusiasm. Check your email for the details. I'll send them there. I'm so glad we're going to work together. Take care. Mach's gut. Hau rein. Wie geil sieht das aus, ne? Das sieht richtig gut aus. Ich meine, man sieht so, das Haus ist total abgefuckt. Und, oh, die Tapeten. Eigentlich ist das Haus voll schön, wenn man es sich schön macht, ne? Ja, kurz raus in die Nachbarschaft. Wie es von draußen aussieht. Von draußen ist es gar nicht so hässlich. Oh, man kann nicht raus. Okay, vielleicht... Oh, wir haben Beine. Und wir haben ein typisches Bauarbeiterhemd an. Das finde ich gut. So, E-Mails. Da haben wir eins. Du willst also Renovierer sein? Ja, auf jeden Fall. Los geht's, würde ich sagen. Gucken wir mal, was unsere Aufgabe ist. Ich bin sehr gespannt. Aber die Grafik, die ist schon nice. Die ist so ein bisschen nicht zu realistisch, sondern auch ein bisschen spielerisch gestaltet, sagen wir es mal so. Ah, hier vorne gibt es eine Quest. Das Ausrufezeichen ist die Quest. Bup. Achso, Müllhaufen entfernen und Flecken entfernen. Das machen wir. Hammer. Wie mache ich das weg? Oh, okay. Haben wir geschafft. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Das war eigentlich ziemlich einfach. Ich stell die Pflanze mal hier hin. Das sieht ganz nett aus. Was haben wir hier? Weitere Quest. Müllhaufen entfernen und Flecken entfernen. Ja gut. Easy. Mama. Zack. Oh.
Ah, wenn die Mülltonne voll ist, dann ist sie voll. Ne? Zack. 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 Machen wir einmal hier die Einfahrt sauber, dann sehen wir auch ein bisschen mehr. So. Boah, ist der Lappen dreckig, ey. Mega. Ja, wo lege ich es denn hin? Ich lege es so lange dahin, dann ist es nicht weg. Ja. Tasche schließen. So. Haben wir. Cool, dass man das so abstellen kann. Haben wir. Kann ich die Säcke denn jetzt wegschmeißen? Tatsächlich. Guck mal. Da kriegen wir sogar Geld für. Bam. Nice. Okay, gehen wir rein. Holy shit. Was ist denn hier los? Alter. Sag mal. Okay, was sollen wir verkaufen? Die Boxen und die Tücher. Verkaufen. Habe ich gecheckt. Das Tuch. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wischen wir einmal durch, oder? Spontan, wie wir sind. Alter, was ist denn hier passiert, bitte? Und welches Tier ist hier durchgelaufen? Ist doch kein Hund. Der Vater. So. Das ist aber gar kein Problem. Das ist easy going. Das kriegen wir hin. Das Spiel hat übrigens auch eine Grafikversion extra für das Steam Deck. Also wenn ihr ein Steam Deck habt, schön mit der Bürste. über alles drüber. Finde ich gut. Haben wir alles im Müll eingesammelt? Tatsächlich. Wir müssen wahrscheinlich noch nicht mal alles entsorgen. Also nee, nein, ich korrigiere. Wir müssen nicht alles entsorgen, sondern wir müssen so einiges entsorgen, aber nicht alles. Ja, zweimal den Fisch müssen wir noch entsorgen. Den müssen wir verkaufen. Die Lampe müssen wir verhökern. Okay, aber alles, was Müll ist, das kann automatisch weg. Das ist schon mal gut. So, die Lampe ist sonst kein Müll mehr. Die Pflanzen sehen auch noch gut aus. Gucken wir mal hier im Raum, dass wir einmal, wenn wir dabei sind, Müll zu entsorgen. Dass wir auch Müll entsorgen. Schade, der Spiegel funktioniert nicht. Das wäre schon cool, wenn das gehen würde. Oh. Moment. Schmeißen wir mal kurz raus. Hätte ja nicht gedacht, dass hier so viel Abfall liegt, den wir entsorgen müssen. Sonst geht's. Ich meine, wir sollen ja nur renovieren. Draußen nichts, ne? Okay. Machen wir den Sack zu. Gut, dann nehmen wir die Pistole in die Hand. Und verhökern ein paar Dinge. Würde ich sagen. So, das Schild, diese komische Lampe und nochmal ein Fisch. Noch die Lampe? Wo haben wir denn die Lampe? War das die? Okay. Life is enough. Zack. Fenster noch. Oh, habt ihr gesehen? Das ist der Hausmeister-Service, die Hausmeister-Service-Funktion.
Ist das von außen? Ja, anscheinend. So. Bisschen Ordnung. Muss nicht perfekt sein, aber wenn man schon dabei ist, ne, dann kann man auch hier schon ein bisschen Ordnung erwarten. Zum Glück handelt es sich hierbei um eine abwaschbare Tapete. Weil sonst hätten wir Pech. Ist hier ein Wildschwein reingelaufen oder was? Oder ein Bär? Sag mal, wie sieht's denn hier aus? So ohne Wasser finde ich gut. Ich finde das mit dem Raster gar nicht verkehrt, dass man dann so eine Rasterfunktion hat. Dass das dann alles nicht so umherfliegt, sondern man kann es schön platzieren. Das finde ich schon ziemlich nice. Also die Rasterfunktion gefällt mir. Man kann die Rasterfunktion aber, glaube ich, auch ausstellen. Am Raster ausrichten oder nicht. Genau. Unten steht es auch nochmal. So, Fenster müssen wir noch sauber machen und Flecken. Ich glaube, die Fenster müssen wir von draußen sauber machen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Oder auch nicht. Okay. Wie machen wir denn die Fenster sauber? Die Fenster. Ah, okay. Schwupp, schwupp, schwupp. Mega. Zack. Irgendwo sind noch Flecken. Nicht so blind. Superscan. Oder der Raum zählt dazu. Müssen wir jetzt mal gucken. Okay, ein Stern. Nach einem Stern bedeutet, dass der Kunde zufrieden ist. Ja, natürlich. Werden wir weitermachen. Der Kunde ist dann zufrieden, wenn alles sauber ist. Ich wäre auch nicht zufrieden, wenn die Arbeit halb erledigt ist, oder? Ich finde nur keine Flecken mehr. Kann man sich bücken? Nein. Der Bereich jetzt sauber? Ja. Der Bereich? Ja, sehr gut. Der Bereich? Nein. Wir müssen noch Sachen verkaufen. Er will aber viel weg haben, ne? Okay, sehr gut. Den Bereich haben wir auch geschafft. Gehen wir hier rein. Was haben wir hier? Hier ist nur sauber machen. Okay. Ich finde die Funktion cool, dass man so scannen kann. Und dann bekommt man die Sachen angezeigt, die gemacht werden müssen. Hier gab es wohl eine Schaumparty. Hä? So, schön sauber. Fenster müssen wir noch sauber machen. Schwupp, schwupp, schwupp. Boah, herrlich. Ist auch fertig. 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 Hier müssen wir noch Sachen verkaufen. Unter anderem das. Ich finde es gut, dass die Sachen nicht alle verkaufbar sind bei Aufträgen. Sondern eben nur die Sachen, die man wirklich verkaufen kann. Was ist das denn noch? Das Gemälde? Okay. Sehr gut. Haben wir. Fertig. 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 Okay. Ich würde sagen, es ist gut. 3 fette Sterne.
Oder bin ich jetzt falsch? Ist das nicht gut? Doch, oder? Unser schöner Eingangsboden hier. Sofort wird hier nur noch in Schlubben reingegangen. Ist ja ekelhaft. Um den alten Charme zu gewähren, bewahren, sagen wir mal so. Lasse ich mal das hässliche Ding hier, ne? Ah, oh. Modernes Licht haben wir auch mittlerweile überall. Wahnsinn. Mal kurz hier nochmal aufräumen. Hier ist ja doch sehr viel Abfall, Müll, Dreck und alles Mögliche. Das wollen wir alles gar nicht behalten. Die alten kaputten Pflanzen und alles Mögliche, die können auch weg. Weil die wir ja eh keine haben, ne? Also ich nicht. Schlüssel. Wer braucht Schlüssel? Die kommen weg. So, die Garage kurz aufräumen. Okay. Schon sehr sondiert, der Abfall, ne? Also man muss genau gucken, was man hier wegwirft anscheinend. Es gibt immer ein bisschen Kleingeld. Das ist gut. So, die Garage sieht schon mal gut aus. Gehen wir einmal durch. Da wir eh alles neu machen werden, auch das Innenleben der Garage. Heizung in der Garage, totaler Schwachsinn. Wir renovieren kurz unsere Garage, würde ich sagen, oder? Zack, 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 zack. Sehr gut. Ich finde das gut, dass man nicht zu 100% machen muss, sondern eben nur diesen kleinen Strich drüber, so. Und dann ist das Fenster erledigt, finde ich gut. Mal ein bisschen Frischluft hier reinlassen. Flecken entfernen. Optimal. Sehr gut. Das auch noch entfernen. Ansonsten sieht die Garage ja top aus, ne? Gucken wir mal von außen. Mal noch die Einfahrt und dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Auftrag. Ist schon arg verdreckt, ne? Also man sieht, dass hier längere Zeit keiner drin war. Das sieht man der Garage schon an. Hier sieht man ja auch, dass die ganzen, wie heißt das? Ist das? Achso, das Ding ist einfach nur marode. Dann ist gut. So, da wir kein Auto haben, würde ich sagen, stellen wir unsere Mülltonnen, aber in die Garage. Das finde ich eigentlich besser. Wir haben ja aktuell noch kein Fahrzeug zur Verfügung, ne? Vielleicht gibt es später ein Auto, was man sich hinstellen kann. Dann würde ich das natürlich sehr gerne nutzen und kaufen. Aber aktuell haben wir halt keins. Okay. Oh, das ist schon sehr realistisch gemacht, ne? Wenn wir wirklich nur benutzen, wenn wir auch korrekt schauen. Okay, der Schatten funktioniert nicht so ganz. Der ist noch nicht ready, aber ist nicht schlimm. Sieht gut aus. Schön. Dann haben wir schon mal unsere Garage sauber.
So, schauen wir an den nächsten Auftrag. Haben wir eine neue E-Mail von Mario. Marino. Tom. Mann. Danke für die Hilfe beim letzten Mal. So gute Arbeit geleistet. Habe ich direkt noch einen Auftrag für dich. Okay. Auspacken ihrer Sachen. Kriegen wir hin. Ich packe aus wie ein Weltmeister. So, ich trinke kurz einen Schluck. Und dann schauen wir uns das Problem mal an. Übrigens, die Ladezeiten sind der Hammer. Gut, wir sollen also nicht nur auspacken, sondern auch Flecken entfernen, ne? Das sollte man uns vielleicht sagen. Schon eine kleine Frechheit, das nicht zu erwähnen. So. Legen wir die Zeitung mal da ab. Passt ja. Hi. Hi. You are my unpacking person, right? Yep. Tom hat mich geschickt, um zu helfen. Nice to meet you then, Tom's friend. First, I want to apologize for the mess. If I knew Tom would act so fast, I would clean up a bit. Or at least collect the dishes after today's breakfast and some other meals. Although, since you are already dealing with my stuff, maybe you could do the cleaning as well? Ich kümmere mich bereits drum. True angel. Ja, so bin ich. Wow. I can't believe I'll come to a clean, organized house today. No more living out of boxes. Yay. Thank you so much for everything. Have a wonderful day. Bye. Ja. Vorteilspunkte können gesammelt werden, ne? Da guckt ihr, oder? Ich wusste, dass ich das machen soll. Ich bin ein guter Mensch. Gib ihm. Haben wir. So, hier müssen wir nur noch Kartons auspacken. Hey. Gut. Ist ja eigentlich gar kein Problem, ne? Dass die ganze Zeit so weitergeht, du. Hör mal, easy going, echt. Zack, zack, zack. Wie geil, man kann diese kleinen Schränke öffnen, ne? Das ist schon ziemlich cool gemacht. So, die Kartons haben wir. Was mich so ein bisschen triggert, sind ihre Schluppen, die überall rumstehen. Ich weiß auch nicht, warum sie zwei Paar Schluppen braucht. Heißen die bei euch überhaupt Schluppen? Oder Hausschuhe? Oder Pantoffeln. Gibt's ja auch noch. Oh. Wollte ich auch gar nicht hochnehmen. Ja. Dann steht's wenigstens nicht im Weg. Ne? Ich habe mich drum gekümmert. Dann gucken wir mal. Schicke Kaffeemaschine hier. Packen wir denn die Mikrowelle hin? Die stellen wir erstmal dahin. Ist das eine Pfanne? Nein, ich kann jetzt die Pfanne in den... Awesome. Es ist so nice, dass das funktioniert. Echt.
Ja, das ist ein bisschen komisch gemacht. Also, was heißt komisch, sondern etwas schwierig? Aber machbar. Sehr schön. Nur ein paar Vorratsdosen. Die alle falsch rumstehen. Natürlich meine, die ich gesetzt habe, auch. Sag mal. Sehr gut. Nein, man kann sogar die Ausrichtung ändern, Leute. So, damit man sieht, was es ist. So, sehr gut. Okay. Ah ja. Das finde ich gut. Mann, Mann, Mann. Die Nachbarn denken auch so, was ist mit dem Jungen los? Warum machen die das? Okay, nice. Haben wir erledigt. In den nächsten Raum. Tür sauber gemacht werden? Nein, hier müssen nur Kartons ausgepackt werden. Das ist gut. Huch, ich fange jetzt nicht an, ihr Klo umzustellen. Mein Gott. Geh mal her. Was hast du denn da so? Klorollen. Noch eine Klorolle. Ja, ich meine, Klopapier, ne? Ist wichtig. Muss man da haben. Eine Ente. Was ist das? Lippenstift. Noch ein Lippenstift. Nagellack. Kenn ich von zu Hause. Ein Parfum. Spiegelschrank? Nein. Das Duschgel. Es könnte noch irgendein anderes Zeug sein. Sind wir auch fertig? Sehr gut. Ich würde sagen, gehen wir den. Ne Alter. Die ist so ein fucking Messi, Leute. Das ist unfassbar. Was ist denn hier noch Müll? Riesenkarton hier. Was ist das? Das ist eine Kerze, okay. Eine Wanduhr. Ein wunderschönes Bild. Und ein schönes Bild. Und ein schönes Bild. Das Bild ist ein bisschen höher, dadurch verwirrt das einen so. Ein Buch. Noch ein Buch. Stimmt, noch ein Buch. Gut, ne? Ich wusste es. Und noch ein Buch. Und diese wunderschöne Kerze kommt bestimmt hier mit drauf. Das passt so. Haben wir hier eine Vase. Sehr schön. Ein kleiner blauer Wal. Und Fischis. Haben wir.
Schön, hä? Lüften müssen wir nicht. So, alles ausgeräumt, eingepackt, aufgeräumt. Wir sind fertig. Na, fast. Der Müll muss noch weg. Also den müssen wir schon entsorgen. Das bringt nämlich auch 5 Dollar. So. Los geht's. 200.000 verdient. Einmal Haus aufräumen, Leute. Und einrichten. 200.000. Ich sollte den Beruf wechseln, glaube ich. Mega. Ja, super. Und wir lassen die Tür offen stehen, oder was? So, ich würde gerne den Flur renovieren. Sollen wir das mal machen? Ja, ne? Komm. Wir verkaufen unsere Tür mal. Den hässlichen Lichtschalter. Die Lampe ist recht schön. Die finde ich in Ordnung. Und dann gucken wir einmal, dass wir unsere Wand schön machen. Und zwar möchte ich gerne einfach nur Farbe, und zwar weiß. Graustufe. Nein, weiß. Achso, weiße Farbe. Okay. Oh. Ah, oh. Noch ein bisschen putzen, dann können wir schneller putzen. Okay, das finde ich schon mal gut. So, dann brauche ich... Schraubenbehälter brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich Werkzeug oder so. Ah, okay. Okay. Gut. Erstmal brauche ich eine Tür. Ich habe nämlich keine mehr. So, wir gucken mal von außen kurz drauf, wie das aussieht, das Haus. Und was wir hier für eine Türe benötigen könnten. Wir brauchen auf jeden Fall auch ein neues Garagentor. Das gefällt mir nicht. Tschüss. Ganz einfach. So. Brauchen wir 10x2 Garagentor oder ein 10x16? Nice. So, und dazu brauchen wir jetzt eine passende Wohnungstür. Schiebetüren? Nein. Findet ihr die? Geil aus, oder? Ist die in weiß? Eine weiße Tür? Nein, ne? Nein. Okay. Dann nehmen wir die. Ganz nice aus. Oh. Falsch rum. Oh. Ja gut. Jetzt müssen wir kurz über die Garage rein. Hoppla. Ich habe den Farbeimer nämlich da stehen lassen. Das passiert. Das kann passieren. Alles in bester Ordnung. So, dann brauchen wir noch einen Lichtschalter. Den würde ich dann auch gerne in schwarz haben. Aber, ohne Steckdose, weil wir ihn einfach nicht brauchen. Hallo? Kein normaler Lichtschalter. Okay. Dann gibt es einen mit Steckdose. Ja, machen wir hier hin. Aber der hat ja keine Funktion. Der ist ja schon doof. Tschüss. Wo kriege ich denn jetzt einen so einen Lichtschalter her? Ah, okay, gut. Da haben wir sie doch. Der sieht schön aus. Also hier so mit Holz verziert. Den.
Wasserrohre. Okay, verstehe ich. Einkäufe, Zubehör. Nee, wir suchen ja Möbel, ne? Gibt's extra so Flurmöbel oder so? Flur. Kurz gucken, ob es das speziell für den Flur gibt. Ist hier? Nein, okay. Aber wie kann ich das jetzt verbinden? Das ist tricky. Wirklich. Ob es einen. Hier hin. Oh, die würde passen. Und die sieht ja nett aus. Ja, die sieht gut aus. So. Schlüsselbrett bräuchten wir noch, bitte. Für Schuhe haben wir was. Für Schlüssel haben wir was. Jetzt brauchen wir noch einen Ständer. Nein, wie heißt denn das? Zum Möbel, zu Jacken aufhängen. Wie heißt denn das Ding? Kurz für den Flur noch mal gucken. Nee. Zum Hängen alles, Hängeschrank. Bandaufhänger. Handtuch. Sehr gut aus. Mehr Leute haben einfach nicht zu kommen. Und dann brauchen wir noch eine Jacke. Hey, dann keine Jacke. Gut, wenn der Raum dann noch weiß gestrichen ist, denke ich mal, wirkt das noch besser. Aber aktuell können wir einfach noch nicht streichen. Na, also... Hier, streichen 0% haben wir noch nicht gemacht und deswegen können wir das natürlich auch noch nicht machen. Aber ich finde das schon ziemlich gut gemacht bis jetzt. Mir gefällt es sehr. Ich meine, ja, wir haben hier so ein bisschen Dreck und so. Also können wir die Vorteile öffnen? Ah, sehr gut. Zack. Jetzt putzen wir schneller, das finde ich schon mal ziemlich gut. Ich weiß zwar nicht, was in dieser Wohnung vorgefallen ist, aber hier sind nur Flecken. Das ganze Ding ist so dreckig, das ist so ekelhaft. Sehr gut. Sehr gut, haben wir auch. Hier kommen modernere Gegenstände rein, Leute. Sind wir da ehrlich? Schon die ganze Kohle ausgegeben, nur noch 4.000 auf der Uhr. Wahnsinn. Okay, ich würde sagen, wenn wir mehr sehen wollen, müssen wir uns ein bisschen gedulden. Ich mache jetzt hier einmal ganz kurz noch den Flur leer. Er ist doch alles ziemlich kaputt. Vielleicht bei der nächsten Folge funktioniert auch unser Lichtschalter. Wer weiß, bin mir noch nicht sicher, aber vielleicht haben wir ja Glück. Ja, die Farbe verkaufen wir auch, weil wir sie ja noch nicht nutzen können. Also aktuell zumindest. Ich weiß noch nicht wie. So, dass wir den Raum hier zumindest schon mal gut aussehend haben.
Na komm, wir putzen ihn noch flott. Dann haben wir einen Raum, in Anführungsstrichen Vorraum, ne? Zumindest schon mal so weit sauber, dass wir sagen können, wir können ihn renovieren. Ne? Boah, ich liebe dieses Spiel einfach. Es macht so viel Spaß. Wirklich. Ich feiere das. Okay, gut. Sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Vielleicht. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.